Amnesty International, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, hat gerade die Bundesrepublik Deutschland offiziell für ihre Waffenexporte gerügt und darauf hingewiesen, dass der arabische Frühling in manchen Staaten auch mit deutschen Waffen niedergeschlagen wurde. Müssen wir uns alle schämen, frage ich unseren Experten für besonders großkalibrige Themen, Klaus von Wagner. Schämen, der war gut. Achso, Sie meinen das wirklich ernst. Ja. Seit wann schämt man sich denn für wirtschaftlichen Erfolg? Hier, Olli, ich habe eine kleine Grafik für Sie. In den letzten 10 Jahren hat Deutschland so viel Rüstungsgüter exportiert wie Frankreich und Großbritannien zusammen. Das ist ja furchtbar. Nein, das ist logisch. Natürlich verkaufen wir mehr Knarren als die Franzosen. Mal ehrlich, würden Sie sich so ein Sturmgewehr von Peugeot kaufen? Also, mit sowas ziehe ich nicht in den Häuserkampf. Ja, Entschuldigung, ich ziehe mit gar nichts in den Häuserkampf. Das ist doch hochgradig zynisch. Haben Sie dem Eierkraulmann im Bundestag eben nicht zugehört? Hier. Während ich hier rede, sind irgendwo auf der Welt schon wieder 4 Menschen erschossen worden. Ja, dann soll er doch aufhören zu reden. Ist sie immer diese Aufregung, ne? Waffen dürfen nicht in Krisengebiete geliefert werden. Wie hat doch Franz Josef Strauß so schön gesagt, ich verstehe gar nicht, was Waffen außerhalb von Krisengebieten verloren haben. Außerdem, es gibt doch strenge Waffenexportgesetze. Ja, eben von wegen. Im Gegensatz zu anderen Industrienationen findet bei uns in Deutschland keine, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Endverbleibskontrolle statt. Das heißt, der Exporteur erklärt auf einem Papier, an wen er die Waffen liefert. Und unsere Bundesregierung vertraut dann einfach auf diese Erklärung. Ja, natürlich. Vertrauen ist die Grundlage von allem. Möchten Sie in einer Welt leben, in der man nicht mal mehr Waffenhändlern vertraut? Ja, möchte ich. Hallo? Weil es sonst nicht funktioniert, Herr von Wagner. Hier, neulich in Libyen, nach dem Sturm auf Gaddafis Palast. Die Rebellen erbeuten Waffen. Darunter Sturmgewehre des Typs G36 des deutschen Herstellers Heckler & Koch. Ja, entschuldigen Sie, dass Gaddafi offensichtlich Sinn für Qualität hatte. Außerdem, als ob wir unsere Waffen nur an Schurkenstaaten liefern würden. Nein, wir liefern Waffen an alle. Raten Sie mal, wer zwischen 2006 und 2010 die meisten deutschen Waffen gekauft hat. Keine Ahnung, Iran, Syrien? Viel besser. Tada! Griechenland. Nee. Doch! Und das macht total Sinn, weil sich die Griechen bald gegen unsere Sparmaßnahmen wehren müssen. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren, vielen Dank. Lobbyist der erfolgreichen Mittelstandsbranche, Waffenhersteller.